Hallo und ganz herzlich willkommen zu Nachgefragt. Hamburgs Handballer sind wieder erstklassig. Das freut uns und ich freue mich über Besuch. Martin Schwalb ist da, der Vizepräsident vom HSV Hamburg. Hallo. Moin, sehr gerne. Martin, gestern das Spiel gegen Flensburg an alter Wirkungsstätte in der Barclays Arena. 2G-Konzept, 7000 Fans. Hamburg wieder erstklassig gegen so einen Hochkaräter wie die SG Flensburg-Handewitt. Mir persönlich kam es vor wie so eine kleine Zeitreise, irgendwie 10 Jahre zurück. Wie hast du es erlebt und wahrgenommen, die Stimmung? Ja, unglaublich überragend, nicht zu fassen. Also da fallen mir einige Superlative ein, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es wieder erstklassigen Handball in Hamburg gibt. Und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass so viele Fans nach dieser schweren Corona-Zeit wieder zu uns den Weg in die Arena finden. Also es macht unglaublich Spaß und man kann sich da eigentlich nur bei allen Fans und bei allen Menschen bedanken, denen der Handball hier am Herzen liegt. Es ist so ein tolles Gefühl, diese Mannschaft da spielen zu sehen. Es macht so einen Spaß. Und ich glaube, sie haben es gestern über weite Strecken auch ganz gut gemacht. Würde ich auch sagen. Das Ergebnis 27:33 aus eurer Sicht. Ich würde sagen, das war eine Leistung, die man wirklich hoch einordnen muss. Ihr habt lange Zeit mitgehalten, eigentlich bis 45 Minuten war das Spiel extrem ausgeglichen. Das war echt eine super Leistung, ja, oder? Die Jungs sind wirklich wieder an ihre Grenzen gegangen, wie eigentlich jetzt schon in jedem Spiel. Sie haben in dieser Saison schon für Furore gesorgt. Sie haben als Beispiel in Leipzig einen Punkt geholt, in Stuttgart gewonnen. Rhein-Neckar-Löwen geschlagen. Unfassbar, ja. Und gestern stand es auch 23:23, das darf man mal nicht vergessen, da sind uns ein bisschen die Körner ausgegangen. Man muss auch dazu sagen, dass wir auch Verletzungsproblematiken hatten, ähnlich wie die Flensburger. Aber bei uns haben dann schon ein bisschen die Alternativen gefehlt. Aber grundsätzlich war das wirklich eine sehr, sehr ansprechende Leistung. Und Toto hat es auch ganz schön gesagt, unser Trainer hat es danach auch gesagt in der Pressekonferenz, wer uns das vor ein, zwei Jahren gesagt hätte, dass wir mal gegen Flensburg das mithalten können bis zur 45. Minute. Das hätten wir vor 2 Jahren nicht gedacht. Wir wollen das gleich nochmal aufarbeiten, diese Leistung zurückzukommen und sich so wieder hochzukämpfen, so wieder aufzustehen in gerade einmal 5 Jahren. Euer Saisonziel ist, muss man sagen, darf man sagen, bescheiden. Klassenerhalt wäre schon ganz schön, ne? Ja. Wäre super, wäre toll. Wir haben von Anfang an gesagt, wir würden gern 2 hinter uns lassen. Mhm. Und wir sollten uns jetzt auch von diesen Anfangserfolgen nicht blenden lassen. Denn die Mannschaften, die da hinten drin stehen im Moment, die werden sich wehren. Mhm. Da kann man sich ganz sicher sein. Die werden sich nicht einfach in ihr Schicksal ergeben. Das wird noch ganz, ganz hart. Und das fängt vor allen Dingen jetzt am Sonntag direkt an. Wir spielen am Sonntag gegen Minden. Das ist ein direkter Konkurrent um den Nichtabstieg. Also von daher sind wir schon gewarnt und die sind ein bisschen unter Druck. Die haben noch gar keinen Punkt geholt. Deswegen, ihr seid Favorit. Ja, das ist eine andere Situation. Wir haben schon ein paar Pünktchen, die haben noch keine. Aber das werden wir erleben, dass die mit allem, was sie haben, am Sonntag versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Und da haben wir eine ganz veränderte Ausgangssituation. Der müssen wir uns auch erstmal stellen. Ich glaube, ihr seid, was den Kader angeht, sehr gut aufgestellt. Bei Yogi Bitter sind wir auch wieder so ein bisschen bei der Zeitreise. Zurück an alter Wirkungsstätte, dazu aber natürlich junge Spieler wie Live Tessier zum Beispiel. Ich glaube, ihr habt da einfach breit aufgestellte Qualitäten. Wir haben einfach auch den jungen Spielern vertraut. Wir haben ihnen über die Jahre hinweg die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln, sich individuell zu entwickeln, aber sich auch als Mannschaft zu entwickeln. Wenn man das sieht, wie sie miteinander umgehen, welche Kultur sie pflegen, wie sie auch auf dem Spielfeld einige Automatismen haben, die ihnen einfach helfen, auch gegen Flensburg tolle Tore rauszuspielen, mit tollen Anspielen an Niklas Weller. Ich glaube, das ist so, sind so ein, zwei Achsen entstanden, wie zum Beispiel Live Tessier mit Niklas Weller oder auch Jan Forstbauer mit Niklas Weller, die den Kreisläufer in jeder Situation sehen, ihn toll anspielen. Und das hilft uns einfach jetzt auch in der Bundesliga zu bestehen und macht auch den Wert und den Spaß dieser Mannschaft aus. Wir wissen schon, dass die Jungs richtig gut zusammenspielen können und es ist schön, das zu erleben zu dürfen. Niklas wieder bester Werfer geworden mit 7 Toren. Dann habt ihr natürlich einen super Trainer gespannt. Toto und Blasenko Lackovic da zu sehen an der Seitenlinie, fühlt sich auch wieder so ein bisschen nostalgisch fast an. Die Jungs machen einen guten Job, ne? Ja, aber die machen einen super, super guten Job. Sie entwickeln diese Jungs toll, sie entwickeln diese Mannschaft toll.
Aber wir sind auch Leistungssportler und das sind die zwei auch durch und durch. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch das, wir wollen jetzt hier kein Buddy-Business entwickeln, sondern wir wollen Leistungssport betreiben. Wir wollen zusammenhalten, wir wollen uns gegenseitig vertrauen. Aber wir wollen auch Leistung zeigen. Wir wollen die Zuschauer schon auch von dem überzeugen, was wir tun. Und das gelingt den beiden natürlich hervorragend. Und das ist auch der Anspruch, den Toto immer an die Mannschaft stellt. Jungs, wir haben immer eine Chance zu gewinnen, auch gegen Flensburg, auch gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Und das leben die Jungs, die Mannschaft lebt das toll mit. Hamburg hatte mal die beste Handballmannschaft der Welt, der HSV Handball, gemessen an den Titeln, war das Maß aller Dinge. 2016 war es dann zu Ende. Dann den Mut zu haben, wieder ganz neu aufzubauen, mit jungen Spielern, wie du sagst. Innerhalb von gerade mal 5 Jahren, dann wir Journalisten, die immer genervt haben mit der Frage, wann steigt ihr denn endlich wieder auf? Hättest du gedacht, dass das möglich ist, in so kurzer Zeit? Also, das ist ja das Schöne, dass wir es eigentlich gar nicht gedacht haben und dass wir uns auch keinen Zeitstrahl oder Zeitfenster vorgenommen haben, wann wir wieder irgendwo sein wollen, sondern wir haben einfach nur gesagt, wir wollen Leistungshandball in Hamburg präsentieren. Wir glauben, dass die Hamburger diesen Sport lieben und wir glauben, dass junge Handballer aus Hamburg die Chance haben müssen, ja, ihren Sport einfach auf dem höchstmöglichen Niveau betreiben zu dürfen. Und so sind wir gestartet und so sehen wir das auch heute noch. Das heißt, wir können mit allen Ergebnissen gut leben, die uns unsere Mannschaft präsentiert. Da ist jetzt nicht der endlos Druck dahinter, dass wir unbedingt irgendwas in den nächsten 2, 3 Jahren erreichen müssen. Wir sind Leistungssportler, wir wollen Spiele gewinnen. Und das gibt so eine positive Energie, die merkt man, glaube ich, diesem Verein an. Und um Ihre Frage noch abschließend zu beantworten, keiner hat gedacht 2016, dass wir irgendwann mal wieder in der Bundesliga spielen. Wir haben gedacht, naja, zweite Liga wird es vielleicht mal werden, aber jetzt ist es die erste Liga und wir sind völlig, wie heißt es neudeutsch, geflasht. Genau. Du hast ja auch den HSV Handball irgendwann mal als Trainer übernommen. Da war es auch ein Projekt, sehr erfolgreich, sehr groß geworden. Jetzt hat es wieder geklappt, jetzt eben in anderer Funktion als Vizepräsident. Warst zwischendurch nochmal Trainer bei den Rhein-Neckar-Löwen? Mhm. War für dich immer klar, es geht nach Hamburg zurück, als Herzensverein angelegenheit? Also die Familie ist ja auch in Hamburg geblieben und ich habe so viel Energie auch in diesen neuen Verein gesteckt. Ich glaube, es ist ein Verein, der auch in 10, 20, 30 Jahren noch Freude bereiten soll, auch wenn vielleicht Martin Schwalb nicht mehr dabei sein sollte in irgendwelchen tragenden Funktionen oder andere Personen. Ich glaube, wir haben da wirklich was Nachhaltiges aufgebaut. Wir wollen gerne, dass Hamburg viele, viele Jahre Spaß an diesem tollen Sport hat, von dem wir alle so überzeugt sind, dass er ja viele Fans verdient hat auch. Und da machen wir weiter und das war immer klar, Hamburg ist einfach eine Traumstadt. Und wer einmal die Ehre hat, hier leben zu dürfen, den lässt sie nicht mehr los. Wir wünschen ganz viel Erfolg, drücken natürlich die Daumen und freuen uns auf tolle Spiele. Noch einmal ein Termintipp in der ersten Dezemberwoche. Da geht es ja dann gegen den THW, das darf man schon sagen, das ist offiziell auch in der Barclays Arena. Ui. Wer sich da kein Ticket holt, ist eigentlich selber schuld, oder? Der hat es alles falsch gemacht, auf jeden Fall. Und ich würde schnell nach den Tickets greifen, denn das gibt natürlich ein Highlight. 5. Dezember, das wird ein ganz, ganz heißes Ding. Vielen Dank für den Besuch im Studio und gern bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Martin Schwalb, liebe Zuschauer, wir sind ja bald zurück in einer neuen Ausgabe Nachgefragt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch wieder mit dabei wären. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.